Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute erneut über die extreme Zunahme von Depressionen und Ängsten in den letzten 3 Jahren. Die Häufigkeit von Angststörungen und Depressionen hat extrem zugenommen. Allein in Österreich hat sie sich verfünffacht. In Deutschland ist jeder Vierte von psychischen Problemen betroffen. Und das betrifft nicht nur ältere Menschen, sondern es geht bis in die Jugendjahre hinein. Und ich denke, man kann schon sagen, die Corona-Politik mit den vielen Lockdowns, mit den vielen Ängsten, die geschürt wurden, mit den vielen Maßnahmen, Lügen, Ungereimtheiten, Isolation, das hinterlässt Spuren, hat Spuren hinterlassen in der Bevölkerung. Aber auch die vielen Beleidigungen, die Ausgrenzungen, die Herabminderung, Abwertung von Menschen ist sicher auch nicht spurlos an den Menschen vorübergegangen, wie man ja zum Beispiel auch an den frühen und doch sehr tragischen Tod von Clemens Arvey eindrücklich sehen kann. Ich glaube, man kann sagen, die Depression ist tiefer in die Gesellschaft hineingekommen. Jeder kennt die Symptome, aber die Erklärungen, befriedigende Erklärung zu diesem Phänomen der Depression kann die Medizin bis heute noch nicht wirklich herbeileiten. Deswegen möchte ich mit dieser Videoreihe gerne auch die seelischen und geistigen Hintergründe der Depression besprechen. Und hierzu begrüße ich sehr herzlich meinen Gesprächsgast, Dr. Ertan Öhner. Lieber Ertan, vielen Dank, dass wir hier uns in deinen Räumen treffen können. Ich darf dich kurz vorstellen, du bist ursprünglich Krankenpfleger, bist dann Arzt geworden, du bist Facharzt für Psychotherapie und Psychiatrie und du hast eine eigene Praxis hier in Sindelfingen. Seit vielen, vielen Jahren betreust du Menschen mit psychischen Problemen. Du kennst die schulmedizinischen Behandlungsmethoden, du kennst aber auch einige Ansätze der anthroposophischen Medizin und du kennst vor allem auch die Heilansätze von Heinz Grill, wie er sie zum Beispiel in dem Buch Ein neuer Yoga-Wille und seine therapeutische Anwendung bei Ängsten und Depressionen niedergeschrieben hat. Meine Frage an dich, wie behandelst du deine Patienten? Wie ist dein Ansatz in dieser Hinsicht? Danke, Stefan. Vielleicht würde ich noch gern einen Schritt zurückgehen, Stefan. Zu dieser ganzen Gesamtsituation in der Welt ist ja so, dass die Ärzte kaum noch vorhanden sind. Ja? Neben der Zunahme dieser psychischen Erkrankungen haben wir einen Mangel an Ärzten. Und wenn ich jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen darf, im Rahmen der Krankenpflege, wie ich jetzt zu der Psychiatrie und Psychotherapie gekommen bin, im Rahmen der Krankenpflegeausbildung, in die ich notgedrungen gehen musste, weil das Abitur damals nicht gereicht hat, ja, die ich damals als Kränkung erlebt habe und mittlerweile aber auch wahnsinnige Bereicherung wahrnehme, ist im zweiten Lehrjahr ein Außeneinsatz in der Psychiatrie erfolgt. Und im Gegensatz zu der, ich sage jetzt mal mehr, hierarchischen Kommunikation im Krankenhaus, findet in der Psychiatrie ein Dialog auf Augenhöhe, auch mit anderen Therapeuten. Ich weiß ja, dass du auch Musiker bist und eins der schönsten Therapien neben der Reittherapie war auch in der Psychiatrie auch die Musiktherapie. Ja? Also man ist zusammengekommen und hat überlegt, wie man an den Menschen mit verschiedensten Therapien rankommen kann. Ich denke, mich hat immer schon der Zusammenhang zwischen Seele und Körper interessiert. Einen Begriff für das, was Geist ist, hatte ich als junger Mensch noch nicht und habe erst später erfahren, was eigentlich von der Dimension in der geistigen Dimension steht. Ich habe dann, nachdem ich fertig war, kurze Zeit im Krankenhaus gearbeitet und habe in Tübingen mit dem Studium begonnen und dann eben mich für die Psychiatrie entschieden. Habe in Tübingen 4 Jahre lang gearbeitet in verschiedensten Abteilungen, bin dann rausgekommen und habe dann im ambulanten Bereich gesehen, dass das sicher ein Krankheits-, also ein Arbeitsfeld ist, wo ich gerne tätig sein möchte. Und als ich dann fertig war mit meiner Ausbildung, habe ich dann gemerkt, dass meine Vorgängerin hier heiratet und wegzieht. Und das war für mich die Möglichkeit. Und das war vor etwa 14 Jahren, dass ich hier reingekommen bin. Ja.
Wie behandle ich die Patienten? Ein Satz noch zu Tübingen. Als ich dort dann angekommen bin, habe ich gemerkt, dass sehr, sehr viele Kollegen im Bereich der Hirnforschung tätig sind. Ja? Und ich fand es sehr belebend, als dann ein Oberarzt, der mittlerweile, glaube ich, Chefarzt in Zwiefalten ist, eine Stadt, in der es eine ganz große Psychiatrie gibt, sehr belebend in der Fortbildung mal gesagt hat, diese ganze Forschung, das sei nicht für ihn, er sei Sozialpsychiater. Ja? Und ich würde mich auch als Sozialpsychiater benennen. Und rasch habe ich festgestellt, dass das eigentlich keine Strukturen in der Versorgung von Migranten gibt. Draußen angekommen bin ich der Meinung, es gibt auch keine Strukturen in der Versorgung überhaupt von Patienten, wenn man nicht nur rein biologisch, also nur mit Medikamenten arbeiten möchte. Also habe ich gesagt, ich möchte hier sehr viel in Gruppentherapien arbeiten, die ich auch schon von der Klinik her sehr schätze, und habe es so gemacht und pflege das bis heute, dass die Hälfte meiner Arbeitszeit in Gruppentherapien stattfindet. Also ich höre so ein bisschen raus, dir geht es auch um die Selbstverantwortung, wenn du sprichst von Augenhöhe sozusagen. Also du bist jetzt nicht der Arzt, der dem Patienten sagt, so musst du das machen, sondern du besprichst mit dem Arzt, mit dem Patienten und suchst nach Möglichkeiten der Heilung und Entwicklung. Kann man das so sehen? Das kann man so sehen, Stefan. Ich habe ja schon angekündigt, ich bin auch jemand, der immer wieder, sei es am Schreibtisch oder in der Gruppe, immer das versucht zu verbildlichen. Das heißt, wenn ich jetzt erstmal ein polares Bild hier zeichnen würde und sage, hier ist der Arzt, ja, und hier unten habe ich den Patienten, dann ist dies etwas, was man früher als die sogenannte paternalistische Medizin bezeichnet hat. Ja, der Arzt sagt und der Patient macht. Manchmal geht es natürlich auch andersrum, dass der Patient mich in diese Rolle bringen möchte und sagt, Herr Doktor, sagen Sie doch, was ich tun soll. Jetzt muss man aufpassen und darf dieser Versuchung nicht unterliegen, weil wenn er sagt, machen Sie das für mich, kann er auch natürlich ganz schnell die Verantwortung abgeben. Ja? Mir wäre es natürlich lieber, wir hätten ein Arzt-Patienten-Verhältnis, bei dem ich den Arzt auf eine Seite schreibe, den Patienten auf die andere Seite, und verbinden sollte uns, deswegen male ich jetzt hier ein Dreieck, eigentlich ein Inhalt. Ja? Das heißt, wir kommen zusammen und beim Arzt-Patienten-Verhältnis natürlich, wie werde ich denn gesund, Herr Doktor, was kann ich denn machen? Das wäre für mich ein Grundverständnis in der Arzt-Patienten-Beziehung. Und ich denke auch, dass sich die Medizinethik in den letzten 20, 30 Jahren in diese Richtung hinbewegt hat. Ja? Und insofern ist jetzt auch ein sehr autoritatives Vorgehen, was wir in den letzten 3 Jahren gesehen haben, eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Das steht eigentlich für unsere Zeit an. Ja, also dann würde ich doch gern gleich mal in das Thema einsteigen, der Depression. Wie würdest du dir denn eigentlich diese Erkrankung erklären oder was wäre dein Ansatz in der Beschreibung dieses Phänomens und auch in der Erklärung dieser Zeitkrankheit, könnte man sagen? Okay, also du hast ja verschiedenste Ursachen vorhin schon genannt und die bisherige Medizin, die Schulmedizin, die unterscheidet auch und sagt, ja, gibt es denn irgendwelche Auslöser, die den Menschen in seiner Belastungsfähigkeit überfordert haben? Ja? Und ich würde sagen, wer hat das nicht? Wer hat nicht solche Belastungen, die ihn ganz schnell überfordern? Aber ich habe auch Leute, die sagen, meine Beziehung stimmt, finanziell habe ich keinerlei Probleme, mit den Kindern klappt alles gut, und doch merke ich, dass irgendetwas nicht stimmt, irgendwas in meinem Leben fehlt. Ja? Also es ist nicht nur die sogenannte reaktive Depression, die durch verschiedene Belastungen entsteht, dann kann man sagen endogene Depression. Ja? Aber wenn wir jetzt nicht nur in einem schulmedizinischen bleiben wollen, als Erklärungsmodell, dann stellt sich ja die Frage, warum? Was ist denn eigentlich eine normale menschliche Entwicklung? Kann das nicht sein, dass wir irgendwann im Leben an einem Punkt kommen, wo etwas Neues ansteht? Also für dich ist sozusagen also eine Depression oder wahrscheinlich jede Erkrankung erfüllt einen gewissen Sinn damit sozusagen, dass sie eine Entwicklung anstoßen möchte, einen Lernschritt anstößen möchte oder vielleicht auch dem Menschen
daran hindern möchte, falsche Vorstellungen zu pflegen oder falsche Lebenskonzepte weiterzuführen. Ja. Mhm. Also es ist so, wenn ich jetzt wieder so ein Bild zeichnen darf, dass ja bekannt ist, vielleicht nicht allen, aber die sozusagen sich geisteswissenschaftlich auseinandersetzen, dass der Mensch sich entwickelt. Ja? Und zwar er entwickelt sich körperlich und seelisch alle 7 Jahre. Ja? Ich denke, das ist bekannt. Wir kommen auf die Welt mit 7 Jahren. Ein erster großer Schritt, man merkt es an dem Ändern der Milchzähne, die ausfallen, als eins der Reifezeichen für die Schuluntersuchung. Ja? Wir gehen weiter, wir sagen mit 14, vielleicht heute ein bisschen früher, die Pubertät, der Körper verändert sich. Ja? Die frühere Reife war mit 21, auch das frühere Wahlrecht war mit 21. Und jetzt kommt 28 praktisch der nächste Schnittpunkt. Ich gehe weiter, 35 und 42 bis zu 49. Ja, jetzt sind hier 7 Lebensjahrsiebte. Und meine Beobachtung auch aus den Anrufen und den Patienten, die zu uns kommen, ist so etwa um die 28, 30 kommen die Menschen zu uns und sind zum ersten Mal in einer größeren Krise. Ja, du hast gesagt, auch bei den, ich glaube in einem anderen Vortrag, dass bei den Jugendlichen jetzt durch die letzten Jahre das massiv zugenommen hat. Da war dieses Drängen nicht so, das hat deutlich zugenommen. Ich will es so erklären, dass wenn wir jetzt diese Lebensjahrsiebte anschauen, bis um die 30 rum, dass da der Mensch, ich sag mal wie in einer, wie so eine Marionette, von verschiedensten Lebensumständen geführt wird. Ja? Und um die 30 rum kommt eine Krise und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, da ist dann eine Schere und die schneidet jetzt plötzlich diese ganzen Fäden ab. Und was dann passiert ist, dass der Mensch ja eigentlich hier liegt. Ja? Und jetzt ist natürlich so, ist das jetzt Krankheit oder ist das eine Krankheit, wenn das Kind dann sozusagen wirklich schulreif ist? Ist das eine Krankheit, wenn das Kind mit 14 mit Freunden spielen möchte, mit 21 in die Berufswelt drängen? Krankheit, Pubertät sozusagen. Krankheit, Pubertät. Und dann frage ich mich natürlich, ist das auch eine Krankheit? Da würde ich sagen, nein, das ist erstmal eine Krise. Nur der Mensch weiß nicht, was hier passiert. Und jetzt kommt das, dass er eigentlich hier ja die Hoffnung hat und sagt, die Bösen, die mir dir diese Fäden sozusagen abgerissen haben, oder er liegt auf dem Boden und erwartet, dass ihm geholfen wird. Ja? Jetzt müsste er eigentlich wissen, was steht denn an? Ja? Was steht denn hier in diesen verschiedensten Lebensjahrsiebten an? Und wenn er eigentlich hier erkennen würde, dass jetzt sozusagen das einerseits vielleicht schwierig ist, aber die eigentliche Ich-Werdung, also ich sag mal das, was hier ziemlich unbewusst abgelaufen ist, eigentlich ab hier insgesamt bewusster stattfinden würde. Das würde ich jetzt sagen, das ist die große Krise, die wir hier als depressive Reaktion durchaus wahrnehmen können. Ich habe mal ein Theaterstück gesehen, ein Puppentheater, wo genau dieses Bild gezeichnet wurde, also eine Marionetten, wo der sich dann gegen den Marionettenspieler gewehrt hat und an den Fäden gezogen hat, bis der das dann hingeschmissen hat. Und dann lag er da und musste sich dann sozusagen erst aufrappeln und dann wurde aus der Marionette sozusagen eine handgeführte Puppe, die dann das Kreuz da hier auf die Schultern genommen hat und selbst die Aktivität übernommen hat. Das deutet auch so ein bisschen auf diesen Punkt hier hin, den du da ansprichst. Ja. Mhm. Also, und in dieser Krise, sozusagen, da kommen so diese Art Depression und dass man auch empfänglich ist für Ängste und diese Bereiche. Also ich würde sagen, ich weiß gar nicht, ob die Menschen das gleich als Depression bezeichnen, aber sie kommen mit verschiedenen Krisen. Es kriselt in der Partnerschaft, es will nicht so richtig bei der Arbeit gelingen. Ja? Die Kindererziehung gestaltet sich schwierig. Und da wird eben so unausgesprochen im Inneren, wenn ich natürlich rausgehe, praktisch die Karteikarte in die Hand nehme und wieder schmunzle, etwa 30 Jahre alt ist jetzt dieser Mensch. Das kann ich natürlich nicht gleich in der ersten Begegnung ansprechen, aber ich nehme zur Kenntnis, dass da eben etwas Neues beginnen möchte. Und
Der Heinz Grill hat ja in einem Video, das ich mit ihm gemacht, gesagt, dass also vor allem auch nach mit Beleidigungen und länger anhaltenden schweren Beleidigungen diese depressive Neigung kommt, aber dass auch eine gewisse Disposition dazu da sein muss. Also was würdest du sagen, was ist denn eine Disposition, die zur Depression neigt? Okay, also sicher ist es so, dass man die Disposition so bezeichnen könnte, so wie es Temperamente im Menschen gibt. Es gibt eben einen Menschen, der von der Veranlagung so ist, dass er ruhiger ist, pessimistischer ist, ängstlicher in etwas hineingeht. Der andere hat gar nicht, der ist manisch. Ja? Der dritte, der ist zwanghaft, alles muss ordentlich an den Platz getan werden. So denke ich, dass es verschiedene Temperamente gibt. Und das depressive Temperament hat eben Angst. Ja, hat Angst und hat Schwierigkeiten sozusagen in dem, wenn ich jetzt Herr Riemann zitieren dürfte, auch das wurde ja genannt in seinen Grundformen der Angst, vor der Ich-Werdung. Ja? Also er hat Angst, in dieser Situation Entscheidungen zu treffen, weil er befürchtet, aus einem Gesamtzusammenhang rauszufallen. Ja? Wenn man die Disposition im Tieferen so verstehen würde, ich finde, mir hilft es viel mehr, wenn ich sage, eigentlich will das die Entwicklung. Die tiefste Disposition von mir ist, und ich glaube, das habe ich hier auch in diesem Buch so gelesen, dass es im Menschen eine Instanz gibt. Und diese Instanz merkt, ob ich jetzt richtig bin oder nicht richtig bin. Und wenn ich merke, ich bin nicht mehr richtig, ich habe mich irgendwo im Wald verlaufen, dann will sie eigentlich auch eine Korrektur. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt nicht mich verlaufen würde, wenn ich schaffen würde, mit einem inneren Navigationsgerät immer auf der Spur zu bleiben, dann bräuchte ich diese Krankheit nicht. Ja? Leider haben wir zu selten diese Navigationsgeräte im seelisch-geistigen, die uns wirklich zeigen, was eigentlich ein idealer Weg wäre. Somit müssen wir in einer gewissen Weise korrigiert werden. Und ich würde sagen, im Tiefsten, das ist für mich das, was ich als Disposition mal so als These hinstellen würde. Okay, das kann ich gut nachvollziehen. Also Ich-Werdung ist sozusagen ein gewisses Grundthema in der Depression. Und was verstehst du unter dieser Ich-Werdung und was kann der Einzelne tun sozusagen in dieser Hinsicht? Dann versuche ich, ich bleibe bei diesem Bild, Stefan. Wenn ich jetzt schaue und sage, okay, in dem ersten Lebensjahr wer sind denn die wichtigsten Personen in meinem Leben, dann werden wir sicher sagen, das sind jetzt Vater und Mutter. Ja? Die bleiben wichtig, eigentlich immer wichtig. Ab der Schulzeit kommen sozusagen noch die Lehrer für uns hinzu, ja? Die ich jetzt hier reinnehmen möchte. Mit der Pubertät werden die Freunde wichtig. Und wenn ich jetzt ins vierte Lebensjahr habe, dann ist das praktisch mein Arbeitgeber, ja, meine Arbeitskollegen. Arbeitskollegen. So. Ich denke, dass jetzt in der Krise aber der Punkt kommt, wo ich jetzt überlege, und was bin ich eigentlich? Was möchte ich eigentlich? Ja? Eine persönliche Erzählung. Mein Vater hat immer gesagt, mein Vater hat auf dem Bau gearbeitet, typische Migrationsmotivation, ihr sollt es mal besser haben als wir. Ja? Also sollte ich studieren, ich sollte Arzt werden. Ich bin auch Arzt geworden. Als ich dann praktisch an den Punkt gekommen bin und ihm dann mitgeteilt habe, dass ich Psychiater und Psychotherapeut werden möchte, da hat er so gemeint, was soll denn das jetzt? Warum wirst du nicht Chirurg oder Internist? Und ich habe gesagt, Vater, du weißt gar nicht, wie groß der Bedarf nicht nur bei den Migranten ist, was die seelischen Belastungen des Menschen angeht. Ich würde sagen, hier ist die Ich-Werdung im ersten Schritt, dass ich die Entscheidung jetzt treffe und sage, Vater und Mutter, ich liebe euch, ihr meine Lehrer, ihr habt mir vieles beigebracht, ihr Freunde, ihr habt mich begleitet und ihr auch in den ganzen Kliniken. Aber ich möchte Psychiater werden. Da muss ich jetzt den Mut haben, Entscheidungen zu treffen, die ich auch bin. Ja? Also Ich-Werdung wäre für mich einfach, den Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen. Das ist eine Mutfrage, sozusagen Entscheidungen zu treffen, weil ja damit irgendwie man heraustritt aus einer
einer autonomen Linie sozusagen. Genau. Ja, da habe ich das Gefühl, diese ganzen Fäden, die mich ja bis hierhin geführt haben, jetzt stehe ich da unten. Ich habe das ja alles in mir. Ich habe ja diese ganzen Bilder in mir. Und jetzt kommt aber auch ja eine Instanz, die dann sagt, und was bin ich eigentlich? Was möchte ich auch? Und was habe ich denn für Ressourcen, die ich in diesem Leben hineinbringen möchte? Wo kann ich meine Schöpferkräfte, wenn wir den Begriff so verwenden, am besten hineinbringen? Ja? Und da merkt man natürlich, wie schwierig das ist, wie viele, viele dieses Kreuz da oben mich auch in einer Bahn weiterhalten möchte. Wenn das jetzt nicht durchgeschnitten wäre, bleib doch so, ändere dich doch nicht. Warum musst du aus der Reihe tanzen? Da ist es natürlich schon ein Kampf zwischen äußeren Erwartungen, aber auch einem inneren Ruf, Entscheidungen zu treffen und ja, seine Persönlichkeit zu entwickeln. Und wie ist es in der Depression? Hat man da besonders Angst vor diesen Entscheidungen oder ist... Oder was ist das, eine besondere Aufforderung? Oder, ja. Also man soll genau das tun, wo man am allerwenigsten vielleicht, kann man das so sagen, wo man am allerwenigsten geneigt ist dazu dann? Oder? Ja, würde ich sagen. Wir haben ja draußen auf der Terrasse, habe ich ja gesagt, dass man zum Beispiel Kaltwasseranwendungen, ich bin auch nicht jemand, der jetzt sozusagen gerne ins kalte Wasser geht, aber ich merke immer dann, wenn ich das überwinde, wie gut das mir tut. Ja? Aber ein Widerwillen in mir, um Gottes Willen, ja, muss das jetzt sein, das spüre ich. Ja? Und immer dann, wenn du jetzt sagst, hat man Angst? Ja, man hat Angst. Weil man Angst hat, versucht man sogar wieder zum Arzt zu gehen und sagen, jetzt nehmen Sie mir doch eigentlich die Entscheidungen ab. Ja? Ich will ihm nicht die Entscheidungen abnehmen, aber ich möchte ihm die Angst nehmen eigentlich vor der Ich-Werdung. Ja? Dass praktisch eine gewisse, du hast gesagt, Beleidigungen, auch Beleidigungen, es tut weh. Ja? Aber wenn ich jetzt in meinen Einstieg wieder gehe und sage, eigentlich wollte ich direkt Medizin studieren, aber meist sind es doch die Umwege, die eigentlich wirklich so ein Leben bereichern. Und ich würde auch gerne das so verstehen wollen, dass Krankheit nicht die Absicht hat, uns zu vernichten, sondern eigentlich uns die Möglichkeit gibt, wieder uns auf den Weg der Heilung durch eine Bearbeitung verschiedene Dinge, die wir vielleicht vernachlässigt haben, ermöglicht. Und jetzt Entscheidungen zu treffen, das wäre jetzt vielleicht ein praktischer Hinweis, den man geben kann, wenn jemand in der Depression betroffen ist, den Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen und natürlich die Konsequenzen damit auch zu ertragen, die mit jeder Entscheidung verbunden ist. Gäbe es dann noch weitere Schritte, die du nennen könntest? Also ich denke jetzt, die Entscheidung ist ja vielleicht erstmal schwierig. Das heißt ja auch nicht, dass wenn ich jetzt hier angekommen bin und jetzt merke, ich habe eine Krise, soll ich jetzt in diesem Beruf bleiben oder nicht? Ja? Ich würde erstmal bei dem Begriff bewusster bleiben. Und bewusster, und das ist auch so mein erster Punkt, dass ich auch gerne den Menschen beibringen möchte, ist, dass wir eigentlich die Dinge, die wir machen, reflektieren. Ja? Und einer der schönsten Übungen, die auch wirklich auch beigebracht werden kann, auch zu Hause umgesetzt werden kann, auch das dürfte verschiedenen Bereichen bekannt sein, ist eigentlich das, was man Tagesrückschau nennt. Ja? Es ist ja im normalen Leben so, dass wir wie getrieben sind. Wir stehen auf, wir frühstücken, wir gehen zur Arbeit, wir haben die Mittagspause, wir müssen noch was erledigen, abends müssen wir noch die Nachrichten verfolgen. Und am späten Abend fragen wir uns, oh Gott, und hoffentlich kann ich heute Nacht schlafen und wie soll es denn weitergehen? Und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, in Form einer Übung zu sagen, Moment mal, ja? Heute ist heute, morgen ist morgen. Ich will gar nicht weiterdenken, was jetzt morgen passiert, sondern ich möchte eigentlich hier mal einen Punkt machen und all die Dinge, die mir heute begegnet sind, noch einmal reflektieren. Ja? Das heißt, ich schaue, manchmal ist vielleicht am späten Abend, wenn es jetzt 22 Uhr wäre, zu spät, da schafft man die Wachheit nicht mehr. Aber das kann man durchaus auch mal um 19 Uhr machen, bevor es Abendessen und gewisse Schwere kommt. Man setzt sich hin und nachdem man zu einer gewissen Ruhe gekommen ist, die Ruhe kann man gut wie in jedem Entspannungsverfahren, man geht den Körper nach und nach durch, schaut, dass der Körper zur Ruhe gekommen ist,
dass man die Atmung freilassen kann und vielleicht die Gedanken, die einen gerade beschäftigen, weglegt. Ja, so weglegt wie ein Mantel, den ich momentan nicht brauche, der soll mal auf der Garderobe warten. Und dann gehe ich zurück und versuche die Bilder des Tages. Also wenn ich jetzt eben das nach dem Abendessen gemacht habe, frage ich mich, und was habe ich denn gegessen? Wenn ich das mit jemand zusammen gemacht habe, was war das Thema oder was haben wir bei dem Essen zusammen besprochen? Ja, das reicht, das muss gar nicht zu lange sein. Wichtig ist aber, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, dass dieser Rückschau, dieser Rückblick aus einer Art Zeugenposition erfolgen muss. Man darf nicht mehr nochmal in die Rolle der Aktivität. Wenn ich Nachrichten angeschaut habe und sage, über den und den habe ich mich aber stark geärgert und ich tue mich wieder hineinsteigern, dann ist die Wirkung sozusagen zu relativieren. Aus einer Zeugenposition, dann gehe ich zurück und sage, okay, davor war ich einkaufen. Wo war ich denn? Welchen Menschen bin ich begegnet? Am Nachmittag, wie habe ich heute meinen Nachmittag gestaltet? Ja? Auch die Mittagspause, so ganz kurz, auch so, was habe ich da auch wieder gegessen? Vormittags wieder in der Arbeit. Wie bin ich denn heute Morgen aufgestanden? Und bis hin zu dem, wie habe ich denn geschlafen? Ja, das wäre für mich eine erste Ebene des Bewussterwerdens im Alltag. Ja, wenn es nachher natürlich noch gelingt, dass ich dann zu diesem Zurückblicken, ja, mit einer gewissen Planung, also wenn ich jetzt den Tag jetzt starte, eigentlich auch noch eine Planung habe, einen Inhalt habe, was ich denn gerne heute beobachten möchte, kann ich natürlich die Rückschau beenden, indem ich mich frage, ist es denn gelungen? Ja, habe ich das, was ich mir für heute vorgenommen habe, erreichen können? Ja, wenn man sich jetzt fragt, kann sowas schon wirken, dann würde ich sagen, ja. Wenn man zum Beispiel einem Raucher sagt, rauchen Sie mal 5 Zigaretten weniger. Ich denke, der wird 5 Zigaretten mehr rauchen. Wenn man aber dem Raucher nur sagt, achten Sie mal, wann Sie rauchen, beobachtet man, dass die schon 5 Zigaretten weniger rauchen. Also alleine dieses etwas bewusster den Alltag zu machen, ordnet. Und jetzt brauche ich auch diese Interpretation nicht, weil ich denke, es findet eine gewisse innere Korrektur statt. Wenn ich abweiche von dem, wenn ich merke, da darf ich auch nicht wieder jetzt unfair zu mir sein oder gar mich mit bestimmten, das hast du wieder nicht geschafft oder ich habe Schuldgefühle, weil ich das hin, die muss ich mehr oder weniger auf die Seite und warten, da findet wirklich eine sehr schöne innere Korrektur statt. Also ich stelle mir ja vor, dass man in der Depression auch etwas geneigt ist, wenn man auf das eigene Leben zurückblickt, mit eher nicht mit einem sehr großen Selbstbewusstsein darauf zurückzublicken. Also dass man eigentlich sich selber sehr stark auch abwertet, sich selber stark kritisiert oder sehr mit viel Schuld und Schamgefühlen vielleicht auf sich selber schaut. Ist da nicht dieser Rückblick auch eine gewisse Gefahr, dass man, wenn man dann da drauf schaut, genau in diese Schiene hineinkommt? Oder ist es genau anders? Also ich würde es genau anders sagen. Ich verstehe, dass man sich da wieder sagen kann, was hast du nicht bekommen? Und es ist jetzt auch schön, dass wir diese Gläser haben. Auch das Bild ist von der Psychotherapie bekannt. Ist jetzt dieses Glas halb voll oder halb leer? Ja, der Depressive neigt dazu, all das zu sehen, was hier fehlt. Ja, er sieht aber nicht, dass da trotzdem etwas da drin ist. Dieses Vorhandene muss einfach auch gesehen werden. Und es ist doch auch ein schönes Übungsfeld zu sagen, das kann ich ja steigern, das kann mehr werden. Und wenn solche negativen Gedanken kommen, die jetzt sagen, Moment, das hast du wieder nicht hinbekommen, das ist wichtig, dass wir diese Gedanken, die Psychologie spricht hier vom Gedankenstopp. Nein, diese Gedanken, die mich eigentlich wieder von mutigen Schritten, ja, und ich sag mal, auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Und da ist vielleicht auch gut, dass wir dann eben hier eine Planung für den Tag nehmen und natürlich aufpassen, dass wir diese Latte nicht zu hoch setzen, sondern so, dass ich auch das Tagesziel erreichen kann. Und wenn ich das erreicht habe, dann mache ich weiter. Und wenn ich es nicht erreicht habe, dann mache ich es nächsten Tag besser. Also die Planung wäre dann für den nächsten Tag sozusagen. Die Planung ist für den Tag, also das heißt... Also am Morgen eine Planung und am Abend eine Art Rückschau dann. Genau, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt müsste ich ja den Mut haben in den Entscheidungen, wenn ich jetzt sage, bewusster, worauf möchte ich denn jetzt achten?
Ja? Nehmen wir doch mal ein Beispiel. Ein Beispiel wäre jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, bei den Gesprächen. Ich möchte jetzt bei den Gesprächen schauen, ist es mir gelungen, dem anderen Menschen zuzuhören. Ja, ich merke vielleicht, ich möchte zu gerne erzählen, aber ich merke, ich bin kein guter Zuhörer. Und jetzt habe ich die Entscheidung getroffen, ich plane und sage, ja, ich würde gern mal besser zuhören. Und jetzt gibt es ja verschiedene Gelegenheiten. Ich stehe auf dem Weg, ich gehe zu meinem Bäcker, ja, ich bin mit Arbeitskollegen. Und dann überlege ich natürlich in der Rückschau, während ich diese ganzen verschiedenen Punkte zurückerinnere, ist es mir gelungen? Habe ich in den Gesprächen sozusagen meinen Faden, meine Intention halten können oder habe ich mich wieder verloren? Das heißt, es ist eigentlich eine, sagen wir mal, Art Selbsterziehung oder Schulung in gewisser Weise, sich das Leben bewusster zu reflektieren, vielleicht auch bewusstere Schritte im Leben dann einzuführen. Und das würdest du sagen, das ist auch in der Depression eine sinnvolle Aktivität. Absolut sinnvoll. Weil man neigt ja dann zu sagen, ja, mir geht es so schlecht, jetzt lasse ich das lieber und warte, bis es mir besser geht und dann kann ich wieder Schritte machen. Genau. Und genau dieses gilt es wirklich zu überwinden, Stefan, dass man nicht wartet, bis es mir gut geht, sondern den Mut hat, diesen ersten Schritt zu machen. Meistens ist so, ach so, warum soll ich zu der Therapie gehen? Was soll ich da machen? Wenn man es aber schafft, wenn man das überwindet, hingeht, merke ich, dass die meisten doch sagen, es war doch gut. Ja, ich hatte Angst vor dieser Begegnung, ich wollte da nicht, spüre einen Widerwillen, ich wollte nicht in dieses kalte Wasser gehen. Aber hinterher merke ich, wie das sozusagen der erste Schock dann überwunden ist und wirklich eine ganz schöne Wärme zurückstrahlt. Du hast gesagt, ich würde den Begriff auch, wir müssen trainieren. Training oder der Mensch muss das üben. Also ist ja nicht so, dass man nur ins Fitnessstudio geht und dort irgendwelche Muskeln trainiert. Da scheint es jedem klar zu sein. Auch das andere, das Denken, das Fühlen muss trainiert werden. Ja. Ich habe oft festgestellt, Menschen, die ein bisschen zur Depression neigen, sie haben Widerstand, auch mal eine Reise zu unternehmen, einfach mal in ein anderes Land zu fahren oder ein paar Tage zu verreisen. Und habe es immer erlebt, wenn sie es dann gemacht haben, dass danach sozusagen dass das besonders erfrischend und belebend erlebt wurde. Und man sagt ja, dass man möchte, müsste man eigentlich öfters machen. Wobei es natürlich beim nächsten Mal der Widerstand dann wieder da ist. Also braucht es dann die Anregung auch von außen oder ist es etwas, wo man selber auch sagt, das muss man einfach herbringen, dass man sich bestimmte Ziele, bestimmte Aktivitäten auferlegt? Oder was würdest du sagen? Also ich würde sagen, du bestätigst ja das, was ich da auch gesagt habe. Es muss praktisch dieser Schritt, dieser erste Schritt, der müsste überwunden werden. Und wenn ich es nicht selber machen kann, brauche ich sicher jemanden, der mich dazu motiviert. Aber du sagst ja jetzt, ist das jetzt praktisch nur dieser Ansatz? Das nächste Bild, was ich sehr häufig habe, ist wieder das nächste, dass ich sage, hier ein Tisch. Und so ein Tisch hat in der Regel 4 Beine. Ja? Und für mich natürlich auch ist so, auch ich brauche die Medikamente. Ja? Mein zweites Bein ist der Bereich der Bewegung. Das dritte, der Bereich der Atmung. Ja? Und das vierte Bereich ist der Bereich Ernährung. Ja, natürlich gibt es jetzt Phasen und da gibt es auch einen Grundsatz, den man sagt, wer braucht wann, von wem welche Therapie. Ja, ich wiederhole es, wer braucht wann, von wem welche Therapie. Natürlich ist es so, dass wenn ein Mensch am Anfang kommt und er hat Schmerzen, er kann nicht schlafen, er ist unruhig, ja, dass ich durchaus die Medikation brauche. Und da ist es aber so, dass ich nicht nur die schulmedizinische, auch naturheilkundliche Medikation mit hineinnehme. Ja? Und ich brauche dieses Bein. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, wenn er jetzt sagt, ich möchte eigentlich gar nicht rausgehen, ich würde gern diese Bewegung vermeiden. Ich habe es auch den Krankenpflegern in der Psychiatrie abgeschaut. Ich habe gesehen, während Ärzte am Schreibtisch sitzen, die Pfleger nehmen einen Patienten, gehen mit dem spazieren, ja, dass ich auch
manchmal Randtermine oder auch sogar Gruppentherapiepatienten nehme und mit denen rausgehe. Weil ich einfach merke, dass wenn sie alleine rausgehen, sie sozusagen wie mit Scheuklappen und gefangen in ihren eigenen Sorgen gar nicht wahrnehmen können. Also man muss wirklich das auch führen und sagen, schau doch mal, guck doch mal, wie schön diese Form der Flasche ist. Und erst dann wird es dem Menschen sozusagen bewusst. Auch erstaunliche Erfolge im Bereich der Atmung, ja, wo ganz viele Leute sagen, trotz Gespräch, trotz Medikation, ich bin voll Unruhe. Und dann steht man mit denen auf, auch das mache ich hier, dann schiebe ich meinen Tisch raus, habe dann vielleicht so eine Vierergruppe hier und zeige denen bestimmte Atemformen, die auch in diesem Buch erwähnt sind. Und die sind erstaunt, wie sie dann, ich sag mal, innerhalb von 30 Minuten eine unheimliche Ruhe bekommen können. Das vierte Bein, auch der Bereich der Ernährung, ist etwas, wo, glaube ich, noch sehr viel Potenzial ist, auch in der Heilkunde. Da ist ja die Aussage von Paracelsus bekannt, der sagt, eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel werden. Ja? Das sind jetzt Sätze, jetzt müsste man natürlich sagen, wie wird denn so ein Nahrungsmittel zum Heilmittel? Und da ist sicher, indem ich einfach eine tiefere Beziehung, Betrachtung, schöpferisch das gestalte, indem ich zum Beispiel eine Orange, einen Apfel sehr, sehr ästhetisch darstellen kann. Ja? Also ich habe zum Beispiel in der eigenen Familie bemerkt, wenn ich die Orangen im Korb habe, kein Kind rührt das an. Ja? Wenn ich die aber schäle und in Kreisform sozusagen hin, da bleibt nie ein Stück übrig. Ja? Es ist erstaunlich, warum man sozusagen, also irgendwie scheint diese weitere Gestaltung, die der Mensch hineinbringt, Interesse auch im Umfeld zu wecken und bringt etwas in Bewegung. Ja, also das Interesse scheint auch ein gewisser Punkt zu sein, der wichtig ist, dass man von den Ängsten, dass man, ist man ja sehr, man neigt sich ja, sich zurückzuziehen in der Depression und dass man wieder Interesse an Außendingen, du hast an Formen, an Nahrungsmitteln und wieder wagt, in Beziehung zu treten oder Interesse an anderen Menschen. Ich denke ganz kurz, wenn wir den Menschen an dem Punkt des Interesses haben, dann haben wir fast schon die Heilung. Dann ist der Stein sozusagen, der starr war, in Bewegung. Und es ist unglaublich, wenn mal Interesse an einer Sache erweckt ist, dann kommt wieder, kommen, mobilisieren sich Kräfte, wo man gar nicht gedacht hat, dass man sie überhaupt hat. Und das Interesse oder diese Hinwendung an eine Sache, die kann durchaus auch stattfinden, auch wenn man selber sich in der Krise, in der Not, in der Depression, in einer in einem schwarzen Loch findet, man kann trotzdem sozusagen sich hinwenden und dadurch sozusagen neue Kräfte oder neue Impulse hereinbringen. Sehr schön. Ich denke, es ist wirklich so, dass wir hier die Ausdauer brauchen. Also wir dürfen nicht sagen, Mensch, dieses Thema interessiert mich eigentlich gar nicht, sondern indem ich an einem Thema, auch wenn es noch so schwierig bleibt, dranbleibe, ja, warum haben wir in den verschiedensten Märchen, dass dann immer drei Aufgaben zu lösen sind, drei Tage und drei Nächte? Also das Dranbleiben an einer Sache weckt im Verlauf auch Interesse. Und das ist etwas, was wir auch so nicht verstehen können. Wir denken, das interessiert mich nicht, also gehe ich das gar nicht an. Aber dann merkt man, es interessiert ja alles eigentlich nicht. Und ich muss an einem Punkt sozusagen dranbleiben und hoffentlich auch dann die Erfahrung machen, dass das Interesse kommt. Ja, das ist interessant. Das ist nicht etwas, was mich anspringt sozusagen, sondern durch die Hinwendung entsteht das Interesse als Folge einer, sagen wir, länger getätigten Hinwendung, mit Ausdauer getätigten Hinwendung zu einer Sache. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt. Es geht auch gar nicht, dass die ganze Welt, die ganzen äußeren Umstände, zumindest nicht hier, total verändert werden müssen. Aber meine Sicht zu den Dingen, ich gehe hin als Suchender. Ich gehe mit bestimmten Fragen hin. Und eine Sache noch, das wichtig ist, das nicht vergessen wird. Wenn ich mir dann jetzt für etwas vornehme, ja, dann ist es wichtig, dass diese Ausdauer, alles, heißt auch, wurde mehrmals darauf hingewiesen, alles, was ein Mensch beginnt und zu Ende bringt, das stärkt ihn. Ja, jetzt stellen wir uns einfach vor, wir hören jetzt einfach auf im Vortrag, obwohl wir vorgenommen hatten noch verschiedenste Punkte. Dann ist es ja so, wie wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt hier einen Kreis malen. Das heißt, die Seele ist in einer Erwartung. Sie sagt, es kommt ein Kreis. Und wenn ich jetzt mittendrin aufhöre,
dann ist es für den Menschen schwächend. Ja? Alles, was er aber anfängt und wirklich zu Ende bringt, das stärkt ihn. Ja? Das heißt, wenn ich einen jungen Menschen habe, der nach 1,5 Jahren Ausbildung sagt, ich habe keine Lust mehr darauf, der Meister ist ganz gemein zu mir, dann sage ich, du, wir machen es trotzdem fertig. Wir machen das fertig und du musst ja nicht mehr in diesem Beruf bleiben. Aber dass du etwas anfängst und zu Ende bringst, das ist wirklich stärkend. Während heutzutage eher ist, wir fangen viele, viele Dinge an und wir beenden nichts, wir bringen nichts zu Ende. Und das ist sehr schwächend für den Menschen. Also ich merke, wenn ich so Biografien habe, wo Menschen in verschiedensten Bereichen bisschen was gemacht und wieder hingeschmissen haben, dass die unheimlich Schwierigkeiten haben. Ja? Es zwingt mich ja keiner, wie groß dieser Kreis sein muss, den ich mir vornehme. Ich kann mir ja einen kleineren Kreis, aber es sollte immer so sein, auch für das Tagesziel, dass ich sage, und ich möchte das durchhalten. Und wenn mir das gelingt, dann ist es wirklich so, dass das den Menschen in seiner gesamten körperlichen und seelischen Verfassung stärkt. Das ist etwas, was sich auch in dieser Tagesrückschau dann als sozusagen als rundendes Erlebnis dann zeigt, kann ich mir vorstellen. Ja, das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Aspekt. Das möchte ich nochmal fragen. Ich habe den Eindruck, dass die Depression etwas ist, was wirklich so fast schon so Zeiterscheinung ist, Allgemeingut geworden ist. Und es hat ja eine große Bandbreite von Gemütsverstimmung bis hin zu schwereren Erschöpfungen, bis hin zu schlaflosen Phasen. Und das kann sich ausleben zu schweren Depressionen, wo man das ganze Leben dann eigentlich kaum mehr selber meistern kann. Was würdest du sagen, auf wann ist es notwendig, da wirklich was zu tun? Genau. Ich persönlich würde sagen, Stefan, das ist da notwendig, wo es der Betroffene, Patient, heißt ja vom Lateinischen, es ist der Leidende. Und da, wo der Mensch darunter leidet, da sollten wir auch ansetzen. Ja, also wir sollten nicht sagen, das ist doch gar nicht so schlimm. Guck doch mal, was weiß ich was, da gibt es andere Menschen, denen geht es viel, viel schlimmer. Ich denke, da, wo die eigene Person merkt, ich komme damit nicht klar, da sollten wir das ernst nehmen. Wie ist es bei schweren Depressionen? Bei den schweren Depressionen ist es meistens so, dass dann praktisch diese Gedanken kommen bis auch in diese Versündigungswahn. Ja? Also da kommt praktisch diese ganze depressive Symptomatik, Traurigkeit, Müdigkeit, rasche Erschöpfung plus wahnhafte Gedanken. Also ein ganz schwer depressiver Mensch kann das Gefühl haben, ich bin sicher, ja, wir reden jetzt so lange, Herr Dr. Oehner, das wird aber die ganze Krankenkasse überhaupt nicht. Da denke ich, da sind wir auch an der Schwelle zu natürlich stationären Behandlungen. Okay, das ist interessant, finde ich, also alle Aspekte, die du jetzt genannt hast, die in der Therapie einfließen, das scheinen mir alles auch Dinge zu sein, die für einen gesunden Menschen gesund sind oder wertvoll sind. Das ist jetzt nicht etwas, sozusagen eine Therapie, also wenn ich mal Krebstherapie mit was weiß ich, Medikamenten, Vollpumpen, das ist ja etwas, was für einen Gesunden total schädlich ist. Aber das scheint ja alles, also die Tagesrückschau, eine gewisse Planung, sich mit Ausdauer einer Sache widmen, sodass ein Interesse entstehen kann. Dann das Üben von, dass man bestimmte Inhalte in das Leben hineinbringt. Das scheint mir alles ja etwas zu sein, was ein ganz natürlicher Aufbauschritt im Leben sein soll. Das kann man direkt auch so sehen. Oder gibt es da bestimmte Maßnahmen, die in der Depression eben von ärztlicher Seite dann geraten sind? Weil ich habe zum Beispiel mal gelesen, dass da auch so Therapieverfahren gemacht werden, wo eben Elektroströme ins Gehirn geleitet werden, um bestimmte Wirkungen zu erzielen. Ich war ein bisschen erschüttert, weil ich dann auch gleichzeitig gelesen habe, dass medizinisch gar nicht weiß, warum es und wie es wirkt und warum es wirkt, aber es wird trotzdem gemacht und empfohlen. Hast du Erfahrungen mit dieser Art Methoden? Genau. Zudem, dass das ja eigentlich auch den Gesunden angeht. Ich denke, hätten wir Hinweise darauf, was eigentlich immer im jeweiligen Lebensabschnitt ansteht, ja, dann müsste man ja wirklich, wenn diese These, dass das von innen gibt, dann bräuchte ich meiner Meinung nach die Krankheit nicht. Ich bräuchte sie nicht. Da wir es aber nicht wissen, da ich sozusagen dieses geistige, ich
verwende jetzt mal das geistige Navigationsgerät nicht kenne, verlaufe ich mich eben. Ja? Und dann brauche ich vielleicht noch konkreter, aber eigentlich ist es für jeden Menschen notwendig. Zu der Therapie, Stefan. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, nur mit Übungen bekomme ich das hin. Ganz sicher nicht. Gerade am Anfang der Therapie. Ich brauche ja auch Zeit, ja, dass der Mensch versteht. Wenn ich solche Bilder verwende, dann hat er was gehört. Wie du sagst, der hat andere Therapie. Und der kommt ja auch nicht gleich jetzt zu mir. Der hat selber recherchiert heute. Der weiß vom Internet die und die Ratschläge. Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Medikamente, die man geben kann. Und die sogenannte Elektrokrampftherapie, die du ansprichst, muss man vielleicht so vorstellen, wenn wir plötzlich eine Herzrhythmusstörung haben, das Herz kommt durcheinander, dann werden ja auch zwei Stöße, also Elektroden platziert und dann tut man einen Elektrostoß geben, dass das Herz wieder in einen Rhythmus kommt. Das ist meiner Meinung nach, so habe ich das zumindest von Tübingen, auch das, was für die Elektrokrampftherapie. Man tut unheimlich viele Medikamente, geben, alles wirkt nicht und dann hat man das Gefühl, da ist so ein Chaos. Ja? Und dieses Chaos möchte man sozusagen wieder ordnen, rhythmusieren, in Anführungszeichen, indem man dann eben unter Narkose, das ist wichtig, dass die Leute auch wissen, da ist ein Anästhesist dabei und dann wird auch praktisch wieder eine Elektrode platziert und es kommt zu einer Depolarisation. Und interessant ist, dass die Erfolge gar nicht so schlecht sind. Ja, ich hatte in Tübingen dann eine Lehrerin, die auch gesagt hat, ich habe ganz viele Medikamente ausprobiert, hat mir nicht geholfen. Und die kommt immer sonntags, bekommt dann am Montagmorgen ihr und das macht sie einmal im Monat. Das war ihre Therapie. Ja, ihre, ich sage jetzt mal, Elektrokrampftherapie. Für mich ziemlich unheimlich. Ja, aber das verstehe ich. Man muss wissen, was es das gibt. Gibt es etwas, was du jemandem, der jetzt ganz stark betroffen ist von der Depression, was du ihm gerne sagen kannst, ja, das wäre jetzt ein guter Ansatz, Einstieg sozusagen, sich in dieser Hinsicht zu orientieren? Also ich würde wieder dabei bleiben. Ich würde sagen, die Depression fordert eigentlich uns auf, bewusster zu werden. Dinge, die wir vielleicht automatisch machen, spurbewusster zu machen, und eigentlich uns immer wieder aufzurichten. Ja, also es ist wie eine Schwerkraft, etwas, das einen permanent runterziehen will. Aber ich habe auch immer wieder diese Gegenkraft, die mich hochzieht, indem ich eben sage, da möchte ich eigentlich hin. Das ist das, was ich sagen würde. Und er braucht natürlich dafür am Anfang Begleitung oder eben, wie es im Netz ist, ich denke, dass die Gesundheitssysteme mittlerweile, wir können das gar nicht auffangen. Also insofern ist sehr, sehr gut, man müsste das nahezu wie eine Serie, meiner Meinung nach, im Netz haben, dass man nicht nur andere Serien anschaut, was in deren Familien passiert, sondern man bräuchte wirklich Serien, die Woche für Woche sagen, so, und jetzt üben wir mal das und jetzt wollen wir Ihnen das erläutern. Wir brauchen das, weil das System, es gibt immer weniger Ärzte. Ja, das wäre etwas. Eins wollte ich noch erwähnen, es gibt diese rezidivierende depressive Störung. Das heißt, eine Depression, die immer wieder kommt. Das ist schön, das so zu beschreiben, aber jetzt könnte man doch fragen, warum kommt die denn immer wieder? Also irgendwas stimmt doch vielleicht mit unserem Ansatz nicht, wenn wir das ja nicht. Also ein Kind hat Rechtschreibfehler und er hat in jedem Fach und immer wieder kommen diese Rechtschreibfehler. Wo müsste man den dann unterstützen, damit vielleicht diese Rechtschreibfehler verschwinden? Und da denke ich einfach, dass ja, Formen notwendig sind, wo der Mensch wirklich diese Anleitung bekommt. Und ja, das wäre für dich, für die Zukunft. Das würde ich empfehlen, dass die Menschen. Natürlich ist es schwierig. Wie soll ich im Netz, wenn ich einen Begriff Depression eingebe, Millionen von Beiträgen und Ratschlägen, wie komme ich eigentlich an den, ich sage jetzt mal, sehr wertvollen Beitrag? Das ist sicher die Frage, die auch noch im Raum steht. Ja gut, aber ich finde das sehr interessantes Gespräch, auch mit dieser Zeitachse, mit den 49 oder diesen 7 Lebensjahr, 7. Ich bin ja Verleger und deswegen weise ich gerne hin auch auf die Literatur. Es gibt zum Beispiel, ich vertreibe auch das Buch, das 7 Lebensjahr, 7 Chakren von Heinz Grill, das genau das beschreibt, was du gerade erwähnt hast, dass er im Leben, jeden Lebensjahr bestimmte Themen, bestimmte Entwicklungsschritte anstehen und die, wenn sie nicht gefunden werden, eben dann diese Krisen sozusagen hervorrufen und
einen Menschen aufrütteln oder aufmuntern, genau in dieser Richtung tätig zu werden. Und ich möchte auch nochmal auf dieses Buch Ein neuer Yoga-Wille und seine therapeutische Anwendung bei Ängsten und Depressionen hinweisen. Du sagst, du arbeitest mit dem Buch, hast gute Erfahrungen damit gemacht. Ja. Ja, also in vielen Bereichen, auch im Bereich der Ernährung, wo eben ganz zum Beispiel die Bitterstoffe als sehr, sehr wertvoll, das Wesentlichste eigentlich sogar in der Ernährung erwähnt werden. Vielleicht auch ganz kurz, wenn man jetzt überlegen würde, dass hier haben wir den Körper, oben soll praktisch die Seele sein. Ja, jetzt ist es so, dass in der Krankheit sozusagen diese Bereiche auseinandergehen und jetzt die Bitterstoffe fördern jetzt sozusagen, dass wieder Körper und Seele zueinander finden können, weil sonst wird sich vielleicht jemand wundern und sagen, was hat denn Ernährung in der Psychiatrie zu tun? Aber ich denke, das ist sehr, sehr viel. Und es ist neben eben den Körperübungen wirklich ein sehr, sehr schönes Tätigkeitsfeld. Ich merke, das weckt bei jedem Interesse, weil man dann in so ein Tun kommt. Jeder kann sich integrieren und wenn es dann gelingt, durch geisteswissenschaftliche Bilder Impulse zu geben, auch den besten Köchen, dann ist es so, dass die wirklich begeistert sind. Das ist finden Sie, glaube ich, auch in dem Buch auch Anleitungen zum ganz viele Anleitungen. Getränken, zur Ernährung, zum Wahrnehmen, in Geschmacksqualitäten empfinden. Und es finden sich Körperübungen in dem Buch. Also es wäre in dieser Hinsicht eine sehr empfehlenswerte Literatur. Und dass das jetzt da im Zusammenhang geht, das ist, glaube ich, schon bekannt. Auch im Volksmund spricht ja, dass gutes Essen Leib und Seele zusammenhält. Also das soll ja nicht dissoziieren, sondern soll ja irgendwie in einen guten, harmonischen Austausch treten. Ja, also Ertan, ich bedanke mich für dieses schöne, anregende Gespräch. Haben wir ja gleich ein richtiges Tafelbild bekommen. Und ich denke, dass man kann das gut nachvollziehen, dass da hier bestimmte Entwicklungen im Leben stattfinden und bestimmte Stationen eintreten im Leben, die können früher oder auch später und vielleicht auch später nochmal stattfinden, wo eben bestimmte Entwicklungsschritte anstehen. Es ist eine Aufforderung zum Ich-Werden, zum was immer das bedeutet, das muss natürlich auch erkundet werden. Also das nehme ich jetzt mal auch noch als eine zentrale Aussage. Also ich werde vielleicht nochmal, weil das jetzt vielleicht, es ist so, dass wir in der Depression, dass die Menschen eine Erwartungshaltung haben. Und ich denke, diese Erwartungshaltung, egal gegenüber wen, die muss ich erkennen und sagen, die ist es eigentlich nicht. Ich muss sozusagen hier mein Leben in die Hand nehmen. Ich fange an zu gestalten. Und damit kommt eine ganz andere Erfahrung im Leben, als immer zu projizieren oder zu erwarten. Die anderen sind schuld an meinem Versagen. Also mein Vater ist schuld, dass ich keinen Professortitel habe. Das würde nicht gehen. Da müsste ich jetzt 2 Jahre eine Arbeit machen, könnte ich diesen Titel bekommen. Ich muss jetzt aufhören sozusagen und mich mit dem Schritten versöhnen, was von mir als Mensch erwartet wird und von mir als Mensch mit eben den Seelenkräften, dass ich ein Denken habe, dass ich ein Fühlen habe, dass ich ein Wollen habe. Und diese Kräfte, ja, ich bin ja Facharzt für Seelenheilkunde und das ist eben diese Seelenkräfte nochmal, das Denken, das Fühlen und Willen. Da kann ich jetzt ansetzen, die kann ich trainieren und ich muss, ein anderes Bild, so sein wie ein Boxer, ja, der vielleicht immer wieder eins bekommt und auf dem Boden liegt, aber ich muss wieder aufstehen und sagen, nein, ich bleibe da nicht liegen. Das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man hier die Ausdauer hat und das Vertrauen hat, dass das wichtig ist, seinem Ziel weiter entgegenzugehen. Ja, vielen Dank für dieses anregende und hoffentlich inspirierende Gespräch für Menschen, die vielleicht auch betroffen sind, aber auch für Menschen, die nicht betroffen sind, denn diese Dinge sind, denke ich, für jeden Menschen von Interesse. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zu einem nächsten Mal.